Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Donnerstagabend mit am Start die Chefin persönlich, die macht sich's gerade gemütlich hinter mir und wir haben einen relativ umfangreichen Artikel vom Handelsblatt, bei dem ich euch wirklich empfehlen würde, lest den euch mal in aller Ruhe durch und lasst es in Gänze auf euch wirken. Wir reden trotzdem drüber, für alle, die es nicht schwarz auf weiß lesen wollen. Es geht nämlich darum, dass der Raubzug der Hampel, also das, was uns weggenommen wird, in den nächsten 5 Jahren offensichtlich etwas geringer ausfallen wird, als es der Hampel lieb wäre. Ja, sicher, bis dahin ist die Hampel sowieso weg vom Fenster. Aber der Arbeitskreis der Steuerschätzer, die so ein klein bisschen drüber nachdenken, wie viel kann man den Leuten denn in den nächsten Jahren so abzocken, die sind auf das Ergebnis gekommen, dass es in den nächsten 5 Jahren so um die 81 Milliarden Euro weniger werden, die man uns rauben kann. Denn was anderes ist es nicht. Allein im nächsten Jahr, und da sitzt die Hampel ja erstmal noch an den Hebeln der Macht, allein im nächsten Jahr sind das wohl 22 Milliarden Euro, die dem Gesamtstaat fehlen werden. Also Mix aus Bund und Ländern, alles zusammengerechnet. Und dazu hat sich nun der Lindner geäußert. Der spricht nämlich davon, ja, was eigentlich auf der Hand liegt, dass es eigentlich kein Einnahmenproblem gibt. Denn die Einnahmen, also das, was uns weggenommen wird, ist ja nun mal ein Fakt, die belaufen sich auf fast 1 Billion Euro. Könnt ihr jetzt mal kurz überlegen, wie viele Nullen das Ding hat. Aber die Ausgabenseite, die ist offensichtlich komplett außer Kontrolle geraten. Und zwar werden da Ansprüche angemeldet, Ausgabenwünsche angemeldet, die jenseits von Gut und Böse liegen. Und damit kommen wir dann zu einem der Themen, die wir jetzt, ich weiß nicht wie oft schon hatten im Flöckchen und auch in den Eilmeldungen, nämlich der Haushaltsplanung für 2025. Die Haushaltsplanung 2024, die war ja ein reiner Politkrimi, inklusive Bundesverfassungsgericht. Das war ja wirklich eine Seifenoper sondersgleichen, da braucht man keinen öffentlich-rechtlichen Dummfunk mehr mit irgendwelchen schlechten TV-Serien. Da kann man sich das Ganze live auf Phoenix angucken in der Parlamentsdebatte. Naja, schieben wir den Witz mal beiseite. Es ist nämlich eigentlich nicht lustig. Man hat es im letzten Jahr schon kaum hinbekommen, den Haushalt aufzustellen. Das sollte nun in diesem Jahr alles besser werden. Ja, wohl eher für schlimm bessert. Man hat ja bereits vor einigen Wochen schon vermeldet, es gibt da so ein zweistelliges Milliardenloch. Wie hoch das nun konkret ist, steht noch nicht so richtig fest. Das kann man erst im weiteren Verlauf des Jahres sagen. Aber jetzt ist absehbar, dass sich auch die Einnahmenseite nicht so entwickelt, wie die Hampel es sich wünschen würde. Nämlich aufgrund der schlechten Konjunktur, aufgrund der schlechten generell wirtschaftlichen Lage nicht nur der Unternehmen, sondern auch der Endverbraucher. Das zieht sich dann eben wie so ein roter Faden durch. Und da kam dann von der CDU auch das Statement, dass das nun das Ergebnis einer beispiellos schlechten Politik ist. Das ist ja soweit erstmal nicht falsch. Gleichzeitig appelliert Lindner einmal mehr daran zu sparen, und zwar zur Abwechslung mal nicht die Bevölkerung, die gefälligst einen Großteil ihres Eigentums abtreten soll, damit die Hampel weiter Geld verschenken kann. Nee, in dem Fall mal die Ministerien. Von denen haben wohl 5 bisher sich weitestgehend an die Vorgaben zum Sparen gehalten. Aber die anderen, naja, die haben offensichtlich Wunschlisten eingereicht. Ich meine jetzt nicht die Amazon-Wishlists, die eher so in Richtung Kostenexplosion gehen. Und dazu meinte der Lindner, dass das überhaupt keine Gesprächsgrundlage ist und dass man das natürlich so nicht durchwinken kann. Da hatten wir vor 2 Wochen schon drüber gesprochen. Das war nämlich unter anderem der kleine Kobold mit dem Außenministerium. Und was war es noch? Es waren einige Ministerien, die da überzogen haben. Irgend so ein SPD-Schuppen auch noch. Naja, das ist eine ganze Reihe an über den Sphären schwebenden Ministern innen und außen, die mit ihren Budgets, Milliarden schwer, offensichtlich nicht zu Potte kommen. Welch Überraschung. Hampel und Rechne, naja, das verträgt sich nicht so gut. Wie das nun gelöst werden wird, das Problem, das ist noch völlig offen. Denn die nun noch verschärfte Situation, dass man weniger Geld abzocken wird, als man eigentlich eingeplant hat, ja, die wird das Ganze wohl kaum entspannen, nicht wahr? Man denkt nun schon darüber nach, eine weitere Haushaltsnotlage, einen neuen Haushaltsnotstand auszurufen, damit man vielleicht doch ein bisschen die Schuldenbremse umgehen kann, damit man zumindest, wenn man dann als Begründung ranziehen würde vor der Renzkistanische Geschenke, damit man zumindest die außerhalb des normalen Haushalts laufen lassen kann. Da gibt es allerdings völlig zu Recht verfassungsrechtliche Bedenken. Da stellt sich nämlich die Frage, ja, eigentlich ist das so eine Notlage. Notlage? Die ist ja nur dann gegeben, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Naturkatastrophe. Meteoriteneinschlag. Alien-Basisschiff landet. Sowas. Da kann man dann sagen, okay, das ist jetzt eine Notlage. Da konnte keiner mit rechnen. Das ist plötzlich und unerwartet. Aber geplante Ausgaben, Finanzgeschenke für fremde Krieger,
die haben jetzt nichts mit plötzlichen Unerwartet zu tun und die dann am Haushalt vorbeizuschleusen, naja, verfassungsrechtlich hochgradig bedenklich. Also schön, dass das Handelsblatt das aufgefasst hat und dass es offensichtlich auch den hampelschen Akteuren aufgefallen ist. Allerdings ist denen ja im letzten Jahr auch schon gesagt worden, eure Haushaltsentwürfe fürs nächste Jahr, die können ein bisschen verfassungswidrig sein. Und was hat die Hampel gemacht? Hat es trotzdem versucht durchzupeitschen, bis es dann im Spätherbst zerklagt wurde. Kann also gut sein, dass es in diesem Jahr wieder ganz ähnlich läuft. Ansonsten wollen sie einmal mehr die Schuldenbremse loswerden. Auch hier, welche Überraschung. Nicht nur für spezielle Ausgaben, sondern offensichtlich ist ihnen die Schuldenbremse nach wie vor ein Dorn im Auge, damit sie auch weiter mit fremder Menschen Geld um sich schmeißen können. Noch steckt das Ganze in den Kinderschuhen, denn die Haushaltsdebattenplanungen, die laufen ja aktuell noch. Da ist ja noch überhaupt nicht spruchreif. Oh, es fängt an zu gewittern, das ist aber ungünstig. Bisher war es ja so, dass erstmal Vorschläge eingereicht werden sollten, zuerst die Kalkulation, so eine grobe Überschlagung, wie denn das Budget eingehalten werden kann. Gleichzeitig sollte ein bisschen eingekürzt werden in den verschiedenen Häusern und dass dann wirklich was in trockene Tücher gepackt wird. Das ist ja jetzt erst im Sommer der Fall. Heißt also, das ist wirklich alles noch in der ersten Phase der Bearbeitung. Bis es dann durchgeht, wird es wieder Herbst werden. Aber wenn schon jetzt absehbar ist, dass es ein zweistelliges Milliardenloch geben wird, wo keiner weiß, wo die Knete herkommen soll, naja, dann, was soll man dazu großartig sagen? Hat die CDU völlig recht. Das ist das Ergebnis einer beispiellos schlechten Politik. Und wer nun meint, das ändert sich ja in den nächsten Jahren wieder, ja, der hat sich wohl leider geirrt. Denn aktuell, ja sicher, wenn Schwarz-Grün dann an der Macht ist, und das ist das Wahrscheinlichste aktuell, dann wird es sicherlich auch nicht viel besser werden. Aber aktuell geht man ja noch davon aus, offiziell, dass sich die Wirtschaft wiederholen wird in den nächsten Jahren. Man kalkuliert also die Steuerschätzungen mit der Variablen, dass die Wirtschaft wieder einen Aufschwung erlebt. Aber was ist denn, wenn der Aufschwung nicht kommt? Dann kann man diese Schätzungen doch deutlich stärker nach unten korrigieren und dann wird man mitbekommen, oh, das sind keine 81 Milliarden, die fehlen, Stand heute Schätzung, sondern es sind dann vielleicht 180 Milliarden oder 300 Milliarden. Wer weiß das schon so genau. Es kommt darauf an, wie schnell der Niedergang der Wirtschaft nun hierzulande vonstatten geht. Und das wiederum ist ein politisches Phänomen, nicht wahr? Aber immerhin gibt es nun Aufrufe, dass ja der Lindner mehr für die Wirtschaft tun muss. Da muss ja die Wirtschaft stabilisiert werden. Da muss dafür Sorge getragen werden, dass es nicht ganz vor die Hunde geht. Ja, das fällt euch aber früh auf. Das würde nur blöderweise bedeuten, also blöderweise jetzt ein bisschen ironisch angehaucht, das würde nur bedeuten, dass man die Rahmenbedingungen wieder verbessern muss. Dass man dafür sorgen muss, dass es überhaupt ein Umfeld gibt, in dem sich Unternehmen entwickeln und halten, überleben können. Denn doch, lieber Wirtschaftsminister, wenn ein Unternehmen aufhört zu produzieren, dann ist es pleite. Dann geht es insolvent in aller Regel. Sicher, es kommt darauf an, was es für ein Unternehmen ist. So ein Dienstleistungsunternehmen produziert in der Regel nicht. Aber wenn die keine Kunden mehr haben, die ihre Dienstleistungen konsumieren können, dann ist bei denen auch irgendwann Ebbe. Naja. Ach nee, nicht der Lindner sollte die Wirtschaft wieder ankurbeln, damit der Pendlerpauschale war. Jetzt habe ich die kurze Hand mal eben verwechselt. Ihr seht aber, das bleibt noch ordentlich spannend. Alle Zahlen, die es bisher gibt, die sind Kaffeesatzleserei. Das ist hätte, wäre, könnte, so ein bisschen in die Glaskugel geschaut, weil es absolut unmöglich ist vorherzusagen, wie sich denn, na gut, unmöglich nicht, aber man versucht ja momentan noch positiv ranzugehen. Die Wirtschaft, die wird sich wieder erholen und das ganze Trara. Aber wenn das eben nicht eintritt, dann kann man sämtliche Kalkulationen wieder ändern. Also ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist alles so wischiwaschi. Das ist Stand heute, das kann übermorgen ganz anders aussehen. Deswegen reden wir da sicherlich auch nicht das letzte Mal drüber und können praktisch in Echtzeit verfolgen, wie die Hampel einmal mehr in den Haushalt verkacken wird, denn darauf läuft es hinaus. Aber hey, ist doch schön, wie man sich darüber echauffiert, dass die Einnahmen zu gering seien angeblich. Stimmt offensichtlich nicht. Fast 1 Billion, das sind utopische Einnahmen. Wer damit nicht haushalten kann, naja, ist alles mit gesagt. Dazu kommt noch der spannende Aspekt, dass man ja gleichzeitig Geld in alle Herren Länder verschiffen kann und es als Ergebnis am Ende dann mal wieder nicht hinbekommt. Also man kriegt es zwar hin, das Land kaputt zu machen, aber man kriegt es offensichtlich nicht hin, ein halbes Jahr im Voraus vielleicht mal eine vernünftige, auf stabilen Beinen stehende Kalkulation fertig zu bekommen. Dafür verdienen diese Damen und Herren doch die 20.000 Euro pro Monat, die sie bekommen, ohne jede Debatte, oder? Das muss es uns doch wert sein. Unsere Demokratie. Ich rede jetzt von den Ministern, die kriegen ja alles zusammen ein bisschen mehr als 20.000. Die normalen Abgeordneten sind ja nur schon bei 17.000. Knappe 12.000 Diäten plus 5.000 Zulagen. Macht euch trotzdem einen schönen weiteren Donnerstagabend. Mal gucken, ob wir wieder ein Late Night machen. Ich habe jetzt noch was anderes zu tun. Ich werde das Kaninchen noch etwas bespaßen. Und dann denke ich, dass ich im späteren Verlauf der Nacht noch ein Themenzettelchen zusammenbekomme. Wir hatten ja gestern Nacht ein Flöckchen für alle, die es nicht mitbekommen haben. Benachrichtigung und YouTube, das verträgt sich ja nicht mehr so gut.
Mal gucken, ob wir das heute auch wieder hinkriegen, dass wir heute die 1459 machen können. Jetzt aber, bis später.